Der Kollege Rolf Schwanitz hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Frau Ministerin Schröder, die Selbstgerechtigkeit, mit der Sie hier vorgetragen haben, das war schon ein starkes Stück, das muss ich schon mal sagen. Und die Zahlen, die Sie vorgelegt haben, geben das nicht her, geben das nicht her. Übrigens auch nicht die Abläufe. Ich will zu der ersten Baustelle Kita-Ausbau schon noch mal was sagen. Also wir haben jetzt 3 Jahre lang von Ihnen eigentlich immer eine klare Botschaft gehört. Die hieß erstens, das Bundesprogramm reicht aus und zweitens haben Sie auf die Länder und Kommunen gezeigt. Die SPD, auch andere aus der Opposition, haben frühzeitig signalisiert und die Auffassung vertreten, die Bedarfssituation, die damals 2007 ermittelt worden ist, ist nicht ausreichend. Und wir müssen hier verstärken. Vor einem Jahr, noch nicht mal vor einem Jahr, sogar in der Schlussberatung zum Haushalt 2012, hat die SPD Ihnen in einer namentlichen Abstimmung hier einen Verstärkungsantrag vorgelegt. Den hat die Koalition abgelehnt und Sie waren auch dagegen. Jetzt kommen Sie, nachdem die Länder Sie gezwungen haben und müssen das sogar in einem Nachtragshaushalt zum selben Haushaltsjahr 2012 noch nachträglich hineinnehmen. Das ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten, meine Damen und Herren. Und seit Montag, seitdem das Berichterstattergespräch mit Ihrem Haus war, wissen wir nun auch, dass Ihr Haus sich schon längst mit den Ländern verständigt hat, dass von den 580 Millionen Euro, die für die fehlenden 30.000, für den Zusatzbedarf der 30.000 Kita-Plätze notwendig sind, längst bis zum Inkrafttreten des Rechtsanspruches nicht alle Mittel eingesetzt werden sollen. Sie geben hier quasi die Mahnerin, die Controlling-Ministerin, diejenige, die drückt. Und Ihr Haus hat heute schon klar, dass diese Gelder, diese 30.000 Plätze auf 2 Jahre bis Ende 2014 gestreckt werden, meine Damen und Herren. Das ist ein übler Taschenspielertrick, den Sie uns hier vorführen. Und das ist nicht in Ordnung, meine Damen und Herren. Und das hat auch was damit zu tun, Frau Schröder, das hat auch was damit zu tun, dass Sie sich jahrelang bis ins letzte Jahr hinein hier hingestellt haben, haben die Bedarfe ignoriert und haben die Verstärkungsnotwendigkeit ignoriert. Und jetzt gibt es die großen Schwierigkeiten, die neuen Gelder wirklich in die Region zu bekommen. Ihr 10-Punkte-Programm, das Sie angesprochen haben, wir lassen uns das analysieren. Ich bin mal gespannt. Das haben Sie im Frühjahr aus der Taufe gehoben. Ich vermute, dass es überwiegend aus Dingen besteht, die schon längst in den Programmen enthalten sind. Ich vermute, dass wir dort altbekannte Dinge, Projekte und Programme wiederfinden, übrigens mit Degression dann in 2013 hinein. Ich vermute, da ist viel heiße Luft und wenig Hilfe. Schlimmer noch sehe ich die Situation beim Thema Kindertagespflege. Dort haben wir im Haushalt 2013 die Situation, dass es quasi keine Verstärkung gibt, sondern es gibt einen klaren Rückgang der finanziellen Mittel an der Stelle. Einschließlich der ESF-Mittel, die Sie vorgesehen haben, sinkt die Förderung in 2013 um 2,5 Millionen Euro. Das sind 23% weniger als in diesem Jahr, meine Damen und Herren. Und noch krasser, finde ich, ist die Situation bei den Betriebskitas. Hier wollen Sie im Jahr 2013 sogar die ESF-Mittel vollständig abschneiden. Das sind dann mal 10 Millionen weniger gegenüber 2012 bei diesem Projekt, mit dem Sie sich hier lobend hinstellen. Von einer Familienministerin hätte man erwarten müssen, dass es ein aktives Management zu diesem vielleicht wichtigsten Projekt, dem Kita-Ausbau in dieser Legislaturperiode gibt. Stattdessen haben Sie ignoriert, gezögert, Verantwortung verdrängt. Das ist keine wirkliche Interessensvertretung. Die sieht wirklich anders aus, meine Damen und Herren. Ich muss auch zu Ihrem Eigenlob beim Bundesfreiwilligendienst noch was sagen. Ich erwarte bei diesen Haushaltsberatungen, dass Sie offen und klar auch auf Signale von Fehlentwicklungen eingehen und dazu in diesen Haushaltsberatungen Rede und Antwort stellen. Ich will es ganz klar sagen, ich meine die jedenfalls aus meiner Sicht beim Bundesfreiwilligendienst in keiner Weise gewährleistete Arbeitsmarktneutralität. Allein der Indikator, dass in den neuen Bundesländern der Anteil der über 27-Jährigen bei weit über 50% liegt, in Thüringen bei 79% der Teilnehmer,
Das darf doch nicht nur dazu führen, dass wir uns die Frage stellen, wieso der Bundesfreiwilligendienst ganz offensichtlich an den Jugendlichen vorbeigeht. Das ist auch eine berechtigte Frage. Aber nicht nur, sondern das muss doch auch dazu führen, dass Sie sich die Frage stellen, ob dieser hohe Anteil nicht etwas mit der besonderen Langzeitarbeitslosigkeit in diesen Regionen zu tun hat. Ist doch klar, die Frage muss doch gestellt werden. Es muss doch bei Ihnen eigentlich auch eine Information vorliegen, beispielsweise, dass es bereits schon kommerzielle Arbeitsvermittler gibt, die sich gegen Entgelt tummeln, um Bundesfreiwilligendienstplätze zu vermitteln. Das muss doch bei Ihrem Haus ankommen. Es muss doch eine Information vorliegen, so wie ich sie vom Jobcenter Osnabrück bekomme, dass beispielsweise ein Arbeitsloser dort mit Sanktionen belegt wird, wenn er einen Bufdi-Vertrag kürzt. So als handelte es sich um einen Job im ersten Arbeitsmarkt. Das müssen Sie doch wissen, Frau Ministerin. Das wollen wir klar wissen. Eine klare Analyse werden wir hier abfordern, und ich hoffe, Sie geben sie uns. Sie haben kein einziges Wort verloren, wenn ich es nicht überhört habe, aber ich glaube, das war so, zum Thema Kampf gegen Rechtsextremismus. Meine Damen und Herren, ich will noch mal daran erinnern, was wir hier im Dezember, lassen wir mal die 2 Millionen, die Sie dann vom Parlament noch aufgedrückt bekommen haben, Sie nicht zu kürzen bei dem Titel, lassen wir das mal weg, in großer parteipolitischer Gemeinsamkeit beschlossen haben. Fraktionen CDU, CSU, SPD, FDP, Die Linke, Bündnis 90 Grüne im Entschließungsantrag. Ich will mal zwei Sätze zitieren. Wir sind entschlossen, sowohl die politisch-gesellschaftliche Auseinandersetzung mit den Rechtsextremisten und ihren Verbündeten vertieft fortzusetzen. Und weiter heißt es dann, wir müssen gerade jetzt alle demokratischen Gruppen stärken, die sich gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus engagieren. Wir werden prüfen, wo die Hindernisse entgegenstehen. Meine Damen und Herren, dass Sie keine Verpflichtungsermächtigungen da eingestellt haben und ein Abbruch droht 2014 und in Folge, ist das größte Hindernis. Und das müssen wir beseitigen bei dieser Parlamentsberatung zum Haushalt. Und meine Bitte ist an alle Kollegen, dass wir diese Gemeinsamkeit, die wir hier im Dezember hatten, bei diesem Thema, es gibt genügend andere, über die wir uns auseinandersetzen können, bei diesem Thema abermals finden und Verpflichtungsermächtigungen einstellen, die wirklich diesen Abbruch verhindern. Das sind wir dem Thema schuldig. Herzlichen Dank. Miriam Gruß hat jetzt das Wort für die